herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Marchfelder Land mit dem Herrn Neumann. Hallo. Hi. Guck mal, was da hinten steht. Das ist ein Tiger. Das kann weg, oder? Ja, mach kaufen weg. Wir. Hau weg, hau weg. Kaufen. Hey, du hast es nicht. Ich habe nur einen Spaß gemacht. Oh, sorry, Tiger. Sorry. Nö. Aber wir ersetzen den Traktor. Wir kriegst einen neuen. Einen schöneren. Ich kaufe dir einen schöneren. Wir haben hier was unter der Tuner-Rubrik Varuna LP. Und wenn wir hier gucken, der fünfte Traktor, der sieht doch richtig geil aus. So ein grüner. Ja, mit Kennzeichen. Und 450 PS. Den kaufen wir uns jetzt einfach. Und wenn der ist viel der ist viel besser als der. Ey, du Nudel. Du hast die falschen Tiefenlockere gekauft. Da gibt's auch welche von dem Varuna LP. Oh. Da müssen wir die wieder verkaufen. Also hier. Tiger Farm. Dein neuer Traktor. Nein, Spaß. Ja, ich verkaufe die. Ups. Ja. So, Tiger Farm, viel Spaß. Wir wünschen dir alles Gute. Und dass du mit dem John Deere zurechtkommst. Das ist unser Weihnachtsgeschenk schon vorab. Genau. Gut, du kannst einen tiefen Locker schon mal hinterfahren. Ich dachte gerade, dieses Gelb, das sieht so komisch aus. Das passt nicht in die Green Fleet. Ja. Ich wusste nicht, dass da, dass da auch einer ist. Natürlich gibt's das. Alle Fahrzeuge, die wir hier haben oder brauchen, gibt's eigentlich. Eigentlich. Ja. Nur eigentlich. Was machst du denn, hey? Fährt da voll auf die Deichsel drauf. Ach, ist nicht RP. So, warte mal, bleib mal stehen. Machen wir noch hier kurz ein Bildchen. Kann ja nicht schaden. Bei einem Bild hört man nicht den Ton. Ja, ich weiß. Gut. Muss mich sowieso gleich überholen. Gut, dann machen wir uns heute auf und gucken, dass wir möglichst flott Feld 16 gepflügt bekommen. Hoffen wir es mal. Ja. Wenn nicht, müssen wir halt in der nächsten Folge noch ein bisschen nacharbeiten. Ich wollte gerade sagen, da kommt ein Baum, Junge, pass auf. Profifahrer. Ja, so wie Tiger Farm und ich vorgestern. Ey, Tiger Farm hat es nicht geschafft, den Fendt wieder aufzustellen. Du fährst falsch. Oh. Profifahrer, Kappa. Der hat es nicht geschafft, den Fendt wieder hinzustellen. Ja, guck mal, das ist alles Schrott und jetzt haben wir halt einen neuen gekauft. Ja, was gescheit's. Ja, besser als der Fendt. Ja, einziges Manko, er fährt halt bloß 53. Ja, aber da kann man sich dran gewöhnen. Jo. Hab mich letztens ein bisschen reingelesen, so von wegen, woher kommt dieser Fendt und, oder in einem Instagram-Post, stand, glaube ich, auch die Frage jetzt hier, Fendt oder John Deere. Und da habe ich auch mal gelesen, und da hieß es, ey, für die Straße und für längere Strecken Fendt kein Ding, aber auf dem Feld John Deere for win. Ja, deswegen habe ich auch im RP eigentlich nur John Deeres, außer ein Case. Mhm. Aber ja. Naja, den Case habe ich nur aus leistungstechnischer Sicht. Ja, genau. Ist er schon am Feld angekommen? Wenn ich jetzt mal so überlege, der Drescher und der
Der Drescher und der Case. Case haben zusammen über eine Mille gekostet. Ja. Wo bleibst du denn, Mensch? Ja, ich fahre halt doch plus 53. willst du den Case nehmen und das Vorgewende fahren oder soll ich? Achso, mit Case? Ja. Ich wurde gerade mit. Musst mal gucken, da ist schon ein Teil ist schon gepflügt. Ja, Leck, ich häng bestimmt im Baum. Nee, doch nicht. Ein Teil ist schon gepflügt. Weil ich da schon angefangen hatte. Und die Frage, wo? Da wo ich gerade bin. Das ist eine Vorgewende. Ich habe ein Vorgewende gefahren und einmal mittendrin. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo ist mittendrin? Warte, ich zeig dir das. Nicht richtig? Ja, ich bin, glaube ich, ziemlich richtig. Ja, du lässt ein bisschen weiter nach rechts musst du noch. Ja, oder du fährst da kurz eine Bahn nebendran, dann passt's. So schmal ist es nur. Ja. Uff, das dauert wohl eine Weile. Soll ich nicht lieber mit einem Case fahren? Ja, kannst du machen. Wie gesagt, deshalb haben wir den ja geholt. Der hat noch ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Oh, dann fühle ich mich ja schon fast wie im RP. RP immer täglich 16 Uhr, einfach reingucken. YouTube. YouTube.com/VarunaLP, glaube ich. Passt, ja. So, ich muss ja immer wieder die Position checken, weil sonst war ich zu unnötig. Ich glaube, es passt. Doppelt fahren muss ja nicht sein. Kannst vielleicht gerade auf der rechten Seite von meiner Spur fahren. Ja. Dann mache ich das linke Stück erstmal. Kleiner Spoiler für diese Woche. Es ist ein bisschen lustiger geworden als die anderen. Hast du davon was mitgekriegt? Vom was? Vom Fuchs. Achso, ja, das war nur ein bisschen komisch, weil bei mir hieß es noch anders. Also, weil ich ja Einsatz hatte mit der Feuerwehr und dann. Ja, war schon lustig diese Woche, ohne Witz. Unbedingt mal reingucken. Ach, rechts von dir oben. Ah, nee, nee, passt. Ich steig da gerade nicht durch. Ja, du fährst da, wo du stehst. Die Seite. Ja, mal gucken. Ich würde den Flug wenden. Dass die. Das bisschen neben dem Fahrzeug auf der Seite ist, auf der alten. Neben der alten Spur ist. So fahre ich ihn. Ach, stimmt hier, hey. Deshalb hast du da keine Ahnung. Ich erinnere mich ans RP vor 2 Wochen. Hatte probiert zu pflügen, ey. Katastrophe, sage ich dir. Wenn eine Treppe. Warte mal. Nimm mal den Pflug hoch und dann drück B. Da kannst du viel besser die Entfernung zur alten Bahn ein Dings hier einstellen. Und dann fährst du einfach direkt neben der Bahn und dann hast du immer den richtigen Abstand. Einfach nur Profi. Nee, praktisch. Ja, und Profi. Stimmt, ist viel einfacher. Ja, logisch. Und ich quäl mich im RP. Ja, so ist es easier. Okay, RP ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders, durch das, dass wir eigentlich Onboard fahren. Ja, eigentlich. Ich muss gestehen, ich fahre zurzeit im RP sehr viel Außenkamera. Zumindest bei Feldbearbeitung.
Ja, aber wie willst du zum Beispiel? Es hat zwar, glaube, aber doch hat, ja, aber wenn du mit einem Telelader irgendwas stapeln willst, das kriegst du nicht ohne Dings hin, zum Beispiel. Also es ist Ja. ziemlich schwer. Da habe ich auch Respekt im Real Life davor, dass das Leute so easy mitnehmen. Fahr einfach nochmal ein Vorgewende. Oder kannst ja ein bisschen Platz lassen, siehst ja. So, Tigerfarm checkt jetzt wahrscheinlich, dass wir pflügen und kommt heute gar nicht zur Aufnahme. Er muss noch was essen. Essen wird überbewertet. Eben. Ich habe auch erst um 1 Uhr gefrühstückt. Um 1 Uhr nachts. Nein, mittags. Weil er vorher gestreamt hat. So schaut's aus. Immer schön auf Twitch gucken. Aruna LP. Jo. Oder auf Discord einfach vorbeikommen. Alles unten verlinkt in der Videobeschreibung. Natürlich auch der Kanal von Malonation LP, glaube. Oh nee, nicht. Aber wird heute Nee. drin sein. Doch, wird heute drin sein. Ich mach dich mit dazu. Welcher Kanal? YouTube. Also. Ja, habe aber keine Videos drauf. Egal, trotzdem abonnieren. Verehre. Ach, keine Ahnung. Ich habe aber auch irgendwann vor, auch ein bisschen YouTube zu machen. Ja. Vor 2 Tagen habe ich mit Tigerfarm darüber gesprochen, in der Aufnahme. Projekt Januar. Da kommt wieder was. Wo ich auch mit bei bin. Das liegt bei dir. Ja klar, ich bin immer überall dabei. Ihr werdet mich nicht mehr los. Und das ist kein Problem. Mal gucken. Wird auch ein Mod-Projekt. Komm, ich hab's ja schon gesagt. Minecraft Was? wird's. Minecraft. Craft Attack oder was? Ja, da komme ich leider nicht rein. Ja, schade. Wobei ich mir schon überlegt habe, ob ich da mal eine Bewerbung hinschicke. Mal eine Frage, ob das vielleicht möglich ist. Wenn deine Homies mit rauflassen. Das wird es schon, also je Ja, nachdem, wird es halt das. schwer. Eigentlich sind da nur YouTuber drauf. Ja. Ja, sind nur YouTuber Und die drauf. haben, glaube ich, auch von der. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, die haben auch eine Altersbeschränkung drauf. Zumindest. Auf jeden Fall haben, ich weiß nicht, haben sie auch eine Mindestabonnentenzahl drauf? Ja, danach geht es eigentlich. Aber du musst halt einfach mal überlegen, wenn du da jetzt einen neuen mit reinnimmst, der hat instant die Abonnentenzahl. Ja, vor allen Dingen, ich habe das letztes Jahr geguckt, da sind 3 neue Leute reingekommen. Die haben innerhalb von Craft Attack über 100.000 Abonnenten dazu bekommen. Eben, das meine ich ja. Aber das ist halt leider so, dass die kleinen Streamer, YouTuber die Connections nicht haben. Und wenn die mal haben, schaut dir einen Trimax an. Wer ist das? Oder dieser andere, wie hieß der andere? Welcher? Trimax, und dann gab es noch einer, der mit Revi so groß geworden oder so gepusht wurde. Wie hieß denn der? Da gab es noch einen, irgendwas mit R, glaube ich. Noch was mit R? Rotpilz? Nee, der ist ja schon alt. Auch einer erst, der kam erst im letzten halben Jahr raus. Mit R? Ja, Rymax und das Projekt, was Revi da gemacht hat. Welches Da war Projekt? Spark ab und zu dabei. Ach so, oh, dieser andere, ja. Ja? Also der mit. Nee, das. Doch, der Nee. mit Trimax, Revi und dann gab es noch einen dritten.
Und dann war ab und zu Spark noch mit in dem Projekt. Soll ich mal gucken? Ja, guck mal, komm, das will ich jetzt. Einfach für die. Irgendwas mit R, das weiß ich. Einmal auf YouTube gehen. Immer schön auf YouTube Varuna LP abonnieren. Bester YouTube-Kanal auf Erden. Ja, don't lie. Ich weiß, dass es mit R war. Ja, ich weiß, wen du meinst. Hm, wie heißt das? Wie hieß das Projekt? Oh, keine Ahnung. Wie heißt das? Wie heißt der nochmal? Achrevi heißt er. LOL! Wie heißt der? Achrevi war's. Aua. Aua. Denn der Typi. Aua. Headset war ein bisschen laut eingestellt. Trimax und. Oh Gott, das ist schon wieder ewig her. Das müsste fast so einen Monat gewesen sein, da waren die ziemlich aktiv. Ja, ich weiß, welches du meinst. Da hast du so laute Farmen gebaut und weißt du, was ich weiß. Ja, genau. War noch vor Craft Attack. Ja. Nee, Sky Factory war es nicht. Nee. Das war danach. Muss noch vor Sky Factory gewesen. Was ist das? Rimatar oder irgendwie sowas. Wie hieß denn der? Rimatar oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. Wie der vor einem Monat nur Videos mit Trimax gemacht hat. Ja! Und zack war Trimax oben, ey. Naja, vorher war er auch schon ein bisschen bekannter durch Fortnite, aber. Wie, echt? Ich kannte den Namen überhaupt nicht. Tiger Farm. Aua. Ah ja. Tiger Farm ist soweit. Gut, wir sind auch soweit, wir sind nämlich durch heute mit der Folge. Ich sag's dann nächste Folge. Ja genau, da schauen wir jetzt noch nach. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Denkt dran, morgen reinschauen und sehen, wie sich Tiger Farm ärgert. Haut rein. Ja. Alle. Ja. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich sag mal.